So, erstmal fresh am Aufwachen, ne? So Leute, es gab gerade heftig Porridge, also Haferbrei, ein bisschen Wasser und ne, Apfel, immer gesund hier, unterwegs. Das ist richtig geil, was zu essen jetzt. Boah, der ganze Rauch ist mir in meine Schnudel. Mich hat gerade so ein Scheißvieh eine Wespe gestochen. Tut's männlich weh. Ja, ist aber so. Darum soll es jetzt nicht gehen, sondern Outdoor-Hygiene. Natürlich ist Mundhygiene sehr, sehr wichtig. Genau. Wie regelt man das? Ich habe hier so eine frische Bambuszahnbürste. Und hier ist so ein kleiner Mix aus Kokosöl, Natron und Pfefferminz. Ja, Pfefferminzöl. Und damit kann man sich dann schön die Zähne putzen. Kommt noch ein bisschen Wasser drüber hier. Mal das mal machen. So, ja. Und dann rinn in die Schnurte. Hä? Es gibt jetzt Mittagessen. Wir haben uns gedacht, machen wir so eine kleine Gemüsepfanne. Hier haben wir Kartoffeln, Zucchini, Champignons, Zwiebeln. Und dann vielleicht ein bisschen Tomaten reinhauen. Oder Tomatenmark, mal gucken. Die Kartoffeln sind jetzt gekocht. Ich habe ein bisschen Öl drauf gekippt. Und die kommen jetzt aufs Feuer. Und jetzt wird das gebraten mit Zucchini, Champignons und Zwiebeln, Knoblauch. So. Kommt auch Tomatenmark drauf. So Leute, das ist Chamba, das ist so ein tibetanisches oder wie das auch immer heißt, Grundnahrungsmittel aus Gerste. Da haben wir jetzt ein bisschen Wasser, das mit Wasser angerührt und jetzt auf den heißen Stein. Und jetzt erwarten wir uns davon, dass es quasi wie so ein Brot wird und dann schmieren wir uns Honig oder Erdbeermarmelade drauf. Und dann wird das richtig laser. So, jetzt kommt auf das fertige Chamba Erdbeermarmelade und dann rinn in die Schnotte. Ist ganz gut. Vor allem mit geiler Erdbeermarmelade. Top. So, quasi ist heute nur Essen am Start. Banyok gibt's. Frisch aus der Glut. Gleich werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen duschen. Und dann nochmal gucken, ob wir vielleicht was weiterbauen. Oder auch noch Essen suchen. Also mal ein paar Wildpflanzen. Und ja, das einfach mal richtig natürlich zu gestalten. Leute, wir wollen uns jetzt waschen. Dazu habe ich hier eine Naturseife und ich werde mir jetzt meine Haare nass machen und werde die dann schön ausspülen. So, und jetzt schön einseifen. Und dann auch ausspülen. Oh. Und schon sind wir sauber. Jo Leute, ich bin fertig geduscht und es ist einfach so mega erfrischend. Ne? Man stinkt nach Rauch und dann so eine Dusche ist fantastisch geil. Wirklich. So Leute, wir wollen jetzt sammeln. Pflanzen. Wir wollen heute einen schönen Pflanzensalat machen, also Brennnesseln, Breit- und Spitzwegerich, Gürsch und alles, was wir noch finden. Gundermann und so, das haben wir alles dazu. Und deswegen, auf geht's! So, das ist das Breitwegerich. Bremse. So, das Breitwegerich hier, richtig edle Pflanze, die ist auch noch schön frisch, also junge Blätter hat die noch. Schmeckt wirklich wie Salat, also richtig gut. So Leute, hier sind jetzt die ersten Heidelbeeren, ist wirklich kaum was los hier. Hier sind ein paar dran, der Kameramann kann mal ganz nah dran gehen. Ja, aber wunderschön und dann werde ich mir mal einen reinpfeifen. Geil, mega. Ich finde sauer und perfekt. Mehr braucht man nicht.
So Leute, Survival Micha beim Schnabulieren. Oh, jetzt fällt mir hier der Top um. Ja, aber läuft richtig gut eigentlich mit den Heidelbeeren, hätte ich nicht gedacht. Man muss auch schön weit unten gucken, dass man auch welche findet, ne? Und färbt auch übel ab, aber richtig geil. Richtig geil. Ganz natürlich. Wir haben jetzt hier unseren kleinen Wildsalat, ist ziemlich wenig geworden. Aber wir haben uns noch Tomaten und Champignons dazu geschnibbelt. Da kommt jetzt Öl drauf. Und jetzt gut durchmischen und dann kann schnabuliert werden. Jo Leute, so langsam geht's jetzt auch ins Bett. Ist glaube ich noch ziemlich früh, aber wir sind echt fertig vom Tag. Feuer gibt's heute Abend keins. Wir hatten unseren Waldsalat, war zwar ziemlich wenig, haben uns dann noch so ein bisschen Studentenfutter drin geballert und bin echt fertig, aber jetzt merkt man mal, wie das ohne alles ist, ohne seinen ganzen Komfort im Leben. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Dann wünsche ich euch eine richtig gute Nacht und noch ein geiles Leben.